Hallo Freunde, willkommen zu den Elite News. Eines gleich vorweg, das hier werden vermutlich die letzten Elite News in diesem Jahr. Keine Panik, das klingt viel schlimmer als es ist. Das bedeutet einfach nur, nächste Woche wird es wahrscheinlich ausfallen. Grund dafür, ich rechne nicht mit einem Newsletter. Michael Brooks im Dev-Update hat sich auch schon abgemeldet für dieses Jahr. Das heißt, die Leute bei Frontier machen eine wohlverdiente kleine Pause. Und genau das werde ich auch tun. Über die Weihnachtsfeiertage habe ich nicht vor, wahnsinnig viel aufzunehmen. Ich werde trotzdem zocken. Ich habe nämlich einiges vor für nächstes Jahr. Und das erfahrt ihr noch am Ende der News. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das, was letzte Woche passiert ist und was in den nächsten Wochen und Monaten bei Frontier und bei Elite noch so passieren wird. Viel Spaß! Für die letzten News in diesem Jahr dachte ich mir, wir machen das Ganze einfach mal andersrum. Das heißt, der ganze Kleinkram, den ich am Schluss sonst immer so zusammenkehre in ein, zwei Sätzen, der kommt jetzt mal vorne weg und die Sneak Peek machen wir ganz zum Schluss. Außerdem, wie gesagt, noch eine kleine Ankündigung, aber fangen wir mal mit dem Kleinkram an. Was ist bei Frontier so alles los? Natürlich Jahresende, die machen jetzt langsam mal Pause, haben ja in den letzten Monaten ganz schön was geleistet. Aber es gibt natürlich noch mehr bei Frontier als nur Elite Dangerous. So ist zum Beispiel mit Planet Roller Coaster ein weiteres Spiel in der Mache. Und da sollte die Beta nächstes Jahr anfangen. Ich glaube, der März war dafür das als Datum genannt, Mitte März. Dafür bin ich bereits gelistet und rechne da auch so bald wie möglich mit Infos aus der Alpha oder Beta, je nachdem, was dann kommt. Und abhängig davon, wie groß oder beliebt das Spiel ist, kriegt es vielleicht sogar eine eigene Serie oder eine eigene Newsabteilung. Werde ich dann mal sehen, wie das dann läuft. Oder ich binde die Elite News um in Frontier News und packe das dann in ein halbes Video hier mit rein. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt lassen wir die Beta erstmal starten vor Ort und dann schauen wir mal, wie das mit den Freizeitparks läuft. Im Dev-Update diese Woche hat Michael Brooks mal einen kleinen Jahresrückblick gewagt und sich bei der ganzen Crew für die super Arbeit bedankt. Wir kennen natürlich die großen Namen bei Frontier, David Braben, Michael Brooks und Sandro Sammarco, die, ich sag mal, Galionsfiguren der einzelnen Abteilungen, die vorne wegstehen und eigentlich auch immer Neues präsentieren und im Forum sehr aktiv sind und ähnliches. Das Dev-Update von Michael Brooks ist seit Monaten ein fester Bestandteil des Newsletters und auch der Elite News. Absolut wichtige Informationen, die von diesen drei kommen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass hinter den drei unglaublich viele Mitarbeiter stehen inzwischen. Das Frontier-Team hat zwar sehr klein angefangen vor zwei Jahren, ist aber enorm gewachsen und die leisten Enormes in der Zwischenzeit. Das ist unglaublich und ich glaube, das wird von den wenigsten wirklich geschätzt, was die Leute da tatsächlich alles bringen. Das ist unglaublich. Ja, und ich finde es fantastisch, dass Michael Brooks sich da auch groß mal die Zeit nimmt, darauf hinzuweisen und die Leute zu ehren, die ihm quasi im Rücken stehen und ihm helfen, das alles so rüberzubringen, wie die Community das haben möchte. Meistens jedenfalls. Ansonsten, wie gesagt, ein kleiner Jahresrückblick. Er schaut mal, was so alles passiert ist im Jahr. Er spricht über die Community Goals, die mit 1.1 angefangen haben. Wenn wir uns erinnern, das war, denke ich, im Februar dieses Jahr. Ziemlich lange her mit dem 1.1. Das erste Community Goal war eine Raumstation, die gebaut wurde. Diese Station heißt Unity, ist in einem System, dessen Namen ich nicht mehr kenne. Irgendwas mit H irgendwas und eine sechsstellige Nummer. Findet ihr aber ganz leicht, wenn ihr euch da die alten Newsletter mal rauskramt. Ansonsten schaut er auch über die verschiedenen Community Goals hinweg. Es gab die Cerberus-Plage, die von Spielern quasi niedergeschlagen wurde, bevor die richtig ausbrechen konnte. Da haben sehr viele Piloten Medizin gebracht und so weiter, haben eine Barrikade aufgebaut im Prinzip, um das Ausbreiten der Plage zu verhindern. Absolut fantastisches Zeug. Dann gab es im Hutton Orbital, hat nichts mit den Hutten aus Star Wars zu tun, im Luke-System ein eigenes seltenes Handelsgut und so weiter. Da gab es jede Menge Zeug und Michael Brooks verspricht auch, dass das im nächsten Jahr eher mehr wird als weniger. Auch mit den planetaren Landungen, dem neuen Missionssystem und so weiter könnte da eine größere Vielfalt von Community Goals auf uns zukommen und ja, die werden nicht nachlassen. Außerdem verspricht er, dass in Sachen Powerplay noch einiges kommen wird. Jetzt in der zweiten Season, nächstes Jahr, soll eine kleinere Fraktion aufsteigen zu einem weiteren Machtblock. Ob dafür ein alter Machtblock verschwinden wird, bleibt abzuwarten. Aber es soll auf jeden Fall
eine kleinere Fraktion geben, die aufsteigt. Im Newsletter findet ihr auch eine kleine Liste mit den einflussreichsten kleinen Fraktionen. Wenn ihr da also noch eine bestimmte unterstützen wollt, da hättet ihr jetzt auf jeden Fall noch ein wenig Zeit. Kommen wir damit mal zum nächsten großen Namen, natürlich David Brabham, auch ganz große Textpassage, sowohl im Forum als auch im Newsletter. Auch er lässt nochmal das Jahr so ein bisschen Revue passieren und schaut mal so zurück und schaut auch nach vorne, was so alles noch kommen wird. Spricht so ein bisschen auch von Dingen, die ja nicht nur Elite beeinflussen, sondern die ganze Branche und auch vergleichbare Titel. Er spricht sehr viel über Star Citizen, dass die zum Beispiel 100 Millionen Dollar inzwischen zusammen haben und weiter an dem Spiel arbeiten. David Brabham spricht außerdem davon, dass er die Kritik nicht so ganz verstehen kann an Star Citizen. Es ist absolut fantastisch, was die Leute dort machen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, dass das, was David Brabham sagt, dass es wahnsinnig schwer ist, so ein großes Spiel auf die Beine zu stellen. Das wurde vorher noch nicht wirklich probiert. Star Citizen macht einen anderen Ansatz als Elite Dangerous. Das heißt aber nicht, dass irgendeiner dieser Ansätze richtig oder falsch ist. Er ist einfach anders. Denn wenn man neue Dinge erschafft, die vorher noch nie gemacht wurden, dann wird man zwangsläufig eine neue Methode entwickeln müssen. Also er bittet auch ein bisschen um Geduld und stärkt Star Citizen so ein bisschen den Rücken, dass das alles noch klappen soll. Und er freut sich selbst auch, vielleicht im nächsten Jahr dann dort ins Cockpit zu steigen und mitzumachen. Ansonsten spricht er natürlich auch über Star Wars, The Force Awakens und The Martian. Zwei, ja, ich sag mal Weltraumfilme, ein bisschen abwertend, die in diesem Jahr natürlich auch so ein bisschen die Weltraumbranche inspirieren und ganz besonders auch uns, die Spieler, da ein bisschen mehr so in die Richtung drücken. Ist ganz klar, man will, was man sieht, und dementsprechend, wenn ich die ganze Zeit sehe, wie da Leute im Weltall unterwegs sind, dann will ich da vielleicht selber hinfliegen. Und Elite bietet einem natürlich die Möglichkeit dazu und er freut sich darüber, denn ist ganz klar, ist ja auch ein bisschen Geschäft. Ansonsten erzählt er ein bisschen die Umstellung der Mindestanforderungen für Betriebssysteme und Computer, die mit Horizons ja deutlich gestiegen sind. Es gibt es jetzt dann nur noch in 64-Bit statt 32. Apple OS X ist ein bisschen raus derzeit. Er bedauert das zwar, dass da jetzt die Abwärtskompatibilität nicht mehr so ganz gewährleistet ist, aber sagt gleichzeitig auch, dass das eine gute Sache ist, wenn man die Anforderungen ein bisschen hochschraubt, weil man da natürlich einiges mehr zeigen kann, als das vorher der Fall war. Wären wir immer noch abwärtskompatibel bis, sagen wir mal, 386er Zeiten in allen Spielen, dann wären wir garantiert nicht da, wo wir heute sind. Außerdem spricht er ein bisschen über die Preise der weiteren Erweiterungen vom Basisspiel und so weiter. Geplant ist, dass in dem Jahr, in dem es erscheint, das Ganze bei ungefähr 50 Euro liegt und für die vergangene Saison soll es dann bei 37,50 Euro liegen. Zusätzlich gibt es dann eben noch Rabatte und Steam-Sales und so weiter und so fort. Aber das kann man dann wohl rechnen als geplantes Preislevel für die nächsten Erweiterungen auch. Er meint, das wäre so die bessere Methode. Man kann sich ein bisschen besser drauf anpassen. Es ist, als würde man ein Spiel im Jahr für den Preis kaufen und nicht jeden Monat eine gewisse Menge überweisen. Sehe ich auch ein, wer lange Zeit World of Warcraft gespielt hat und sich dann vielleicht mal ausrechnet, wie viel man dort für die monatlichen Gebühren zusammenkratzt. Das ist garantiert mehr als 50 Euro im Jahr. Dementsprechend an sich eine ganz tolle Sache und natürlich bedankt sich David Brabham auch ganz brav bei uns allen dafür, dass wir das Ganze unterstützen und dass wir so toll dabei sind und mitmachen. Freut mich sehr. Ansonsten spricht der Newsletter davon, was in der nächsten Saison noch alles auf uns zukommt, beziehungsweise in dieser Saison, wir sind ja schon in Season 2 jetzt, nächstes Jahr dann. Es sollen kommen natürlich Hangar in Schiffen und Fighter, die von Schiffen aus gestartet werden. Ich persönlich vermute, das läuft dann so ähnlich ab wie mit den Garagen für die Rover. Möglicherweise auch von der Größe her, denn so viel kleiner ist ein Rover nicht als ein solcher Fighter. Ansonsten natürlich die Multicrew-Geschichte, dass wir dann mehrere Spieler auf einem Schiff haben können. Das geht auch so ein kleines bisschen das Wing-Limit von 4. Man kann dann zwar immer noch nur 4 Schiffe im Wing haben, aber wenn auf einem Schiff, 3 bis 6 Leute sind,
dann kann man da natürlich ein bisschen mehr mitmachen. Und wenn dann auch noch die Fighter von Spielern gesteuert werden, dann kann man sehr viele Spieler in eine Vierergruppe unterbringen. Dann kommt natürlich der Commander Creator. Das bedeutet, wir können unsere Avatare im Spiel dann individualisieren. Und ich denke, das kommt erst so ziemlich gegen Ende. Ich rechne ja immer noch damit, dass das nächste Add-on am Ende nächsten Jahres dann davon besteht, dass man sich auf Raumstationen und auf Raumschiffen frei bewegen kann, dass man sich die ganzen Geschichten angucken kann. Und dafür wird es dann eigentlich enorm wichtig sein, dass man ein Charakter hat, der sich bewegen kann, den man vielleicht auch optisch anpassen kann. Das soll dann am Ende der nächsten, Ende nächstes Jahr kommen, noch in dieser Season. Crafting und Looting System soll ebenfalls noch eingeführt werden. Da haben wir ja schon die ersten Anfänge. Wir können ja schon Kleinigkeiten selbst erschaffen und gelegentlich auch Dinge von Planetenoberflächen plündern. Das soll allerdings noch weiter ausgebaut werden. Die Rede ist hier davon, dass man auch Raumschiffwracks zerlegen kann und ähnliches. Und Material auf die Art rausziehen kann und möglicherweise noch größere Veränderungen am eigenen Schiff durchführen kann. Ob man dann das Äußere des Schiffs verändern kann, wage ich erstmal noch zu bezweifeln. Wenn überhaupt, dann könnte ich mir das nur so vorstellen, dass man in gewisser Weise Ankerpunkte am Schiff hat, wo man gewisse Ausrüstung anbringen kann, die dann tatsächlich auch sichtbar und vorhanden ist. Es wäre möglich. Da würde aber eine ganze Menge Arbeit drin stecken, das noch in diese Season zu packen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber Crafting und Looting wird auf jeden Fall auch kommen. Und wenn die Reihenfolge jetzt mal irgendeinen Ansatz bieten soll, das ist nämlich interessanterweise ziemlich die gleiche Reihenfolge wie vor einigen Newslettern schon mal, dann kommen die Hangar und die Fighter als erstes. Rechnen wir da mal vielleicht schon im Februar damit. Das wäre so ziemlich genau die Zeit, die größere Updates bisher gebraucht haben in der ersten Season. Freuen wir uns drauf und warten mal ab, was die Newsletter in nächster Zeit so alles bringen. Zum Abschluss der News habe ich jetzt noch zwei Kleinigkeiten, die mir am Herzen liegen. Zum einen eine Ankündigung in eigener Sache. Das Elite Dangerous Let's Play geht in die zweite Staffel. Ich plane im Januar einige Episoden, gerade jetzt in Bezug auf Horizons, rauszubringen. Ich bin derzeit dabei, einen Asp Explorer auszurüsten. Wir wollen ein bisschen an den Rand der Galaxie. Ich will da ein paar Dinge erkunden und auch dort auf Planetenoberflächen unterwegs sein. Wie gesagt, das Schiff rüstet sich derzeit aus. Ich denke, Ende Dezember werde ich dann mit den Aufnahmen anfangen. Und dann gibt es Anfang Januar wahrscheinlich dann regelmäßiger wieder Elite-Folgen. Ich hoffe, dass das einigermaßen interessant gehalten wird mit den Erkundungen und so weiter. Aber was Star Trek kann, kann ich auch irgendwie. Mal sehen. Ansonsten wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Das wäre mir das zweite große Anliegen. Kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns dann nicht mehr sehen oder hören. Lasst euch gut gehen und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.